Ja, servus, meine lieben Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herr der Ringe Online. Ich bin's wie immer, euer André. Und schön, dass ihr hier seid. So, wir sind hier aktuell im Düsterwald unterwegs. Man sieht's, wie grausam es doch hier ist. Wie dunkel. Oder ob es nur daran liegt, dass es Nacht ist, ich weiß es nicht. So, unsere aktuelle Aufgabe ist, wir sind an Kapitel 2 dran. Hier das Gerücht um Mazzok. Wir müssen Orks oder Billwisse in der Dunkelsenke. 8 Stück müssen wir killen. Die halten sich hier überall auf. Also, schauen wir mal. Einen haben wir bis jetzt gefunden. Nämlich gar nicht so einfach zu finden hier. Auf jeden Fall mehr Waage als alles andere. Die sind auch gut fürs BDT. Hügel glaube ich auch, war. Ja. Ich glaube, ich werde das mal mit dem Pferd erkunden. Ja, ich glaube, das ist einfach besser. Müssen die Typen noch hier rumlungern? Da wohl nicht, oder? Natürlich hier oben mal gucken, ich weiß nicht. Ich war ja zwar in dem Lager schon mal gewesen. Ah, guck mal, die sind verborgen. Ah ja, okay. Okay, gut. Also, die Jungs sind im Schatten verborgen. Gut, natürlich. Es wird natürlich richtig Fall sein.
dann gibt es davon auch gar nicht so viele. Wenn man sagen könnte, die sind ja alle 10 Meter hier einer aufgestellt. Verdammten kleinen Biester. Wo versteckt ihr euch? Bewohner des Waldes, wo seid ihr? Versteckt euch. Hier drüben ein Ring. Achso, wir müssen noch Truhe finden, so wie das auch. Jungs. Oh, aber die Jungs gehören trotzdem dazu. Mal welcher ja schon herzlich empfangen hier. Ich hätte es mir auch einfacher machen können. Anstatt die im Wald zu suchen, gehe ich einfach ins Lager und kill dieses, ne? Da hinten ist eine Truhe. Wahrscheinlich die sein, die wir suchen. Perfekt. In dieser Truhe findet ihr einen an Matzok adressierten Brief. Bringt Alfrimbes den Bericht für Matzok. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Da unten ist er. Lasst mich sehen, was ihr gefunden habt. Ihr habt einen an Matzok adressierten Bericht in der Ruhe der Ork-Anführers in Asur-Maufuluk gefunden. Mal sehen, was drinsteht, Bomundia. Das Glück ist uns hold. Diese Orks wissen noch nicht,
dass wir Matzok gefangen genommen und in den Düsterwald gebracht haben. Sie glauben, er sitzt noch in Moria. Der Auftrag der Geheimgarde bleibt also geheim. Während ihr weg wart, ist etwas geschehen. Luz Grauhammer, ein Zwerg aus Broins Umfeld, wird immer ungehaltener, was die Pläne des Goldenen Heeres betrifft. Sprecht ihn doch bitte hier in Echad Sirion darauf an und versichert ihm, dass wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Sicherheit auf dieser Reise zu gewährleisten. Deine Familie hat mit den Orks das ein oder andere Hühnchen zu rupfen, aber ich fürchte, die Grauhammer werden uns schaden, wenn sie weiter so viel Unruhe stiften. Endlich jemand, der mich anhören wird. Endlich hört mir jemand zu. Es war klar, dass ihr das sein würdet, Bomundir. Meine Herren, Osi und Brogur schätzen euch sehr und ihr habt euch als Freund der Eisernen Garnison erwiesen. Ihr seid ja auch ein Freund der Grauhammer. Diese Elben haben nicht die gleichen Erfahrungen mit den Orks gemacht wie wir Grauhämmer. Oh, natürlich zeigen sie sich verständnisvoll, wenn ich ihnen erzähle, wie sehr meine Familie unter Matzok und seinen Vorfahren gelitten hat. Aber ich kann es ihnen ansehen. Sie glauben, ich übertreibe. Treibe ich etwa, wenn ich von der Verwundung meines Großvaters Torma in Azanzul Bizar erzähle, dessen Bein bis zu seinem Lebensende steif bleibt? Oder den Fluch, den Bolg hochpersönlich gegen meinen Vater Tandri aussprach und der dafür sorgte, dass er nie wieder wertvolles Erz in den Tiefen finden konnte? Ich will einfach, dass die Elben anerkennen, wie gefährlich Matzok selbst als Gefangener noch ist und dass sie eine Grauhammerwache abstellen, die ihn nicht aus den Augen lässt. Geht und sagt Al-Firimbestas, meine Familie hat sich angesichts des Unglück, das Matzok und seinesgleichen über uns gebracht haben, diese Ehre sehr wohl verdient. Okay. Marzok wird schon bald für all seine Schandtaten zur Rechenschaft gezogen werden. Verstehe, ich bewundere die Entschlossenheit der Grauhammer und ich bin sicher, dass Luz und der Rest seiner Familie dem Goldenen Heer eine große Hilfe sein werden. Doch ich hoffe inständig, dass er meine Zeit auf seine Pflichten verwenden und sich weniger mit der Erläuterung seiner vielfältigen Abneigung gegen die Orks beschäftigen. Wir haben alle unter ihnen gelitten und Luz ist da kein Sonderfall. Ashador glaubt sogar, dass er weniger erdulden musste als alle andere. Matzok muss für alle Missetaten herhalten, seien sie tatsächlich geschehen oder nur eingebildet. Während ihr den Zwerg suchtet, hat Radir mit mir gesprochen. Es wird Zeit, Matzok tiefer in den Düsterwald zu schaffen. Es gibt einen neuen Umhang. Der hat aber keinen Wille drauf, schade. Radir hat eine Marschroute durch den Düsterwald geplant, durch die man die größten Gefahren umgehen kann. Radir hat eine Route durch den Düsterwald geplant, die einige der offensichtlich darin lauernden Gefahren umgehen sollte. Doch der Schein des ersten Abschnitts könnte trügerig sein. Der von Radir gewählte Weg schlängelt sich durch die stinkenden Marschen der Senkungshalde. Rad Garnet hat er ihn genannt und mir gleichzeitig versichert, dass er frei von Orks sei. Doch Radia erwähnte andere Gefahren, die wir wahrscheinlich nicht erwarten würden. Schwammigen Boden, der sich an den Füßen festsaugt, Sträucher, deren Dornen sich in Kleidung und Rüstung verhaken und deren Träger ablenken. Große, stehende Gewässer, die den Vormarsch stark verlangsamen. Ihr und die anderen Mitglieder der Geheimgarde müsst euch diesen Gefahren bewusst sein. Kaum jemand reist durch die Senkungshalde, wenn er einen sehr guten Grund dafür hat. Ein solcher wäre die Täuschung des Gegners, bis Matzok auf dessen Türschwelle steht. Sprecht mich wieder an, dann stelle ich euch den Rest der Gruppe für diesen Reiseabschnitt. Das neue Schuhe, oh, die finde ich super. Achso. Die bekomme ich erst, wenn die Aufgabe... Ja, mein Lieben, das hört sich doch sehr interessant an. Ich bin gespannt, ob wir diese Reise schaffen und Matzok wegschaffen und was wird aus Matzok später werden? Ich habe keine Ahnung. Alle Sachen, die noch beantwortet werden müssen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt nochmal ein Like da lassen würdet. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann jetzt mal aufs Knöpfchen drücken, die Glocke aktivieren und die nächste Folge nicht verpassen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer André. Ciao, ciao.